Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Nach einer kurzen Verschnaufpause melden wir uns zurück mit einer neuen Ausgabe des Messe Karlsruhe Magazins. Und die Bezeichnung neu hat diesmal doppelte Bedeutung, denn im Gleichschritt mit der Messe Karlsruhe selbst präsentiert sich auch unser Magazin in neuem Gewand. Bereits an diesem Donnerstag öffnet die Messe wieder ihre Pforten und dient vom 5. bis 7. September zum zweiten Mal als Anlaufpunkt für die Kreislaufwirtschaft und Baubranche. Beim Fachmessenduo Recycling Aktiv und Tiefbau Live präsentieren sich auf dem über 80.000 Quadratmeter großen Freigelände mehr als 220 Aussteller. Ob beispielsweise Pressen, Schredder und Sortieranlagen aus der Recyclingbranche oder verschiedenste Tiefbaumaschinen, all das bekommen die Besucher der beiden Outdoor-Messen bei zahlreichen Live-Demonstrationen zu sehen. Er ist einer der Highlights auf der anstehenden Tiefbau Live. Der Sehnebogen 613E, der unter anderem auch auf den Baustellen der Karlsruher Kombilösung zum Einsatz kommt. Lars Holzhey, Geschäftsführer der Schwab GmbH für Baumaschinen und Baugeräte, weiß genau, was den Raupentelekran auszeichnet. Es ist quasi ein kleiner Autokran auf dem Raupenfahrwerk drauf mit der ganz besonderen Fähigkeit, viel Traglast zu verfahren. Und für seine Größe, die Maschine wiegt so knapp 24 Tonnen, kann die Maschine in der Theorie 15 Tonnen anheben, also direkt vor Maschinenbereich. Ist es natürlich ein bisschen zu viel. In der Praxis sprechen wir so von gut 10 Tonnen, was man mit der Maschine handeln können, also bewegen, verheben, auch verfahren. Und das da gibt es keine andere Maschine, die sowas kann. Praxisnah in Aktion erleben können die Messebesucher den Sehnebogen auf der Musterbaustelle Straßen- und Wegebau. Hier werden dann auch die Möglichkeit und entsprechenden Vorzüge einer Ausstattung mit Funkfernbedienung vorgeführt. Dabei präsentiert Aussteller Schwab neben verschiedenen Baumaschinen auch Brech- und Siebanlagen auf der parallel stattfindenden Recycling aktiv. Über das Tochterunternehmen, die Baumaschinendienst Heidelberg, hat man auch diese im eigenen Portfolio. Wir entwickeln dort Anlagen, wir bauen dort Anlagen, die, wie man so schön sagt, brecht, die Material auf der Baustelle zerkleinert. Da geht es jetzt zum Beispiel vom klassischen Hausabriss, ne, dass ich die Steinchen nicht irgendwo auf den Hänger nehme, sie irgendwo auf den Recyclinghof fahre und für teuer Geld irgendwo einmotte, sondern dass ich das Material auf der Baustelle komplett gleich zerkleiner, vorsortiere in meine verschiedenen Größen und idealerweise auf der Baustelle wieder einbauen kann. Einer der Aussteller der ersten Stunde auf der Tiefbau Live ist das Baden-Badener Unternehmen Lenhoff Hartstahl. Als Ausrüster rund um den Hydraulikbagger ist man zu einem der Marktführer der Branche avanciert. Mit derzeit insgesamt 175.000 in Deutschland ausgerüsteten Baggern erweist sich vor allem das selbstentwickelte Schnellwechslersystem Variolok als wegweisend. Durch die Möglichkeit, Anbaugeräte, besonders hydraulische Anbaugeräte, in kürzester Zeit einzuwechseln, funktionsbereit, ergeben sich ganz neue Arbeitsweisen, optimierte Arbeitsweisen. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal des Systems begründet sich in der Ventiltechnik. Wir haben einen maximalen Öldurchfluss durch unsere Ventile und dadurch einen geringen Leistungsverlust und am Ende geringen Spritverbrauch. Als sogenannter Fullliner bedient Lenhoff Hartstahl die komplette Bandbreite. Sprich alle Marken und Typen von Hydraulikbaggern von einer Tonne bis 130 Tonnen. Als idealer Demonstrationsort erweist sich da die Musterbaustelle Kanalbau. Eine von insgesamt 4 Aktionsflächen auf der Tiefbau Live und der Parallelmesse Recycling aktiv. Im Kanalbau, da haben wir eine Branche, in der ganz unterschiedliche Anbaugeräteeinsatz und vielseitiger Anbaugeräteeinsatz stattfindet. Und da kommt natürlich besonders unser Schnellwechselsystem zum Tragen. Als Unternehmen der Region Karlsruhe begreift der Aussteller die bevorstehende Tiefbau Live als ein echtes Heimspiel. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf jede Menge Feedback vom Fachpublikum, wenn es dann wieder gilt, zwischen dem 5. und 7. September live vor Ort zu präsentieren.
Vor 10 Jahren aus der Taufe gehoben, feiert die Nutzfahrzeugmesse NuFam in diesem Jahr runden Geburtstag. Verteilt auf allen 4 Messehallen sowie dem angrenzenden Freigelände bekommen Fahrzeuge aller Gewichtsklassen und unterschiedlichster Antriebsarten die ganz große Bühne. Vom 26. bis 29. September gewähren rund 400 Aussteller aus 13 Ländern Einblicke in die Welt der Nutzfahrzeuge, die unter anderem auch Zubehör, Werkstattausrüstung und Dienstleistungen umfasst. Mit zuletzt über 23.000 Besuchern hat sich die NuFam im vergangenen Jahrzehnt zu einem Pflichttermin für die Branche entwickelt. Die Verkehrsministerien von Bund und Land übernehmen bei der diesjährigen mittlerweile 6. Auflage die Schirmherrschaft, unterstreichen damit die Bedeutung der Messe, die sich im Wesentlichen einer zentralen Frage widmet. Für welchen Nutzer ist welches Nutzfahrzeug geeignet? Und hier bieten wir die gesamte Palette von den leichten bis zu den schweren Nutzfahrzeugen. Alle wesentlichen Marken sind vertreten, aber auch zahlreiche Trailer, Aufbauer sind dabei. Und das wird ein wirklich großes Fest der modernen Gütermobilität. Ein auch im Nutzfahrzeughandel nach wie vor ungebrochener Trend, die zunehmende Digitalisierung. Längst Einzug gehalten hat die beim S&G Autohaus in Karlsruhe, das auch in diesem Jahr als Aussteller bei der NuFam vertreten ist. Als Beispiel durch die Einführung von Sales-Tablets. Das heißt, wir können beim Kunden Konfigurationen vornehmen, können dort wirklich tolle virtuelle Reality zeigen, können die einzelnen Fahrzeuge spezifizieren. Und der Kunde hat natürlich auch zwischenzeitlich im Nutzfahrzeugbereich ebenso die Möglichkeit, zu Hause über sein System Fahrzeuge, LKWs, Transporter, Vans zu konfigurieren. Einen festen Stand auf der Messe hat auch Scania-Händler Martin Kniersch, der in diesem Jahr unter anderem dieses ganz besondere Exemplar zur Schau stellt. Ein V8 mit 650 PS, ein Jubiläumsfahrzeug zum 50-jährigen Jubiläum des V8 Scania-Motors, der 1969 als 14-Liter-Motor veröffentlicht wurde, dann zwischendurch einmal kurz renoviert wurde als 16-Liter-Hubbaummotor. Dieses Fahrzeug ist auf der Messe zu sehen. Die NuFam zugleich ein Spiegelbild der jüngsten Innovationen im Bereich der alternativen Antriebsarten. Auf den hiesigen Straßen dominieren zwar nach wie vor die klassischen Diesel- oder Benzinschlucker, der moderne Fuhrpark von heute setzt aber auf mehr Vielfalt. Es fängt an bei Biodieselfahrzeugen. Es geht weiter über Gasfahrzeuge, die wir in 2 Varianten anbieten. Es geht weiter über Hybridfahrzeuge, die wir anbieten, und sogar mit Ethanol kann man mit Scania fahren. Davon überzeugen lassen kann man sich ab dem 26. September in den Hallen der Messe Karlsruhe. 4 Tage lang können Besucher dort eintauchen in die Welt der Nutzfahrzeuge. Geöffnet hat die NuFam täglich von 10 bis 18 Uhr. Wenn Fachleute beispielsweise aus der Metallindustrie vom Entgraten sprechen, dann ist damit die Beseitigung von meist scharfen Kanten gemeint, die unter anderem bei der Herstellung von Fräs- oder Drehteilen entstehen. Im Englischen nennt man das Ganze Deburring, namensgebend für die europaweit einzigartige Fachmesse Deburring Expo, auf die Beine gestellt von der Fair Experts GmbH. Vom 8. bis 10. Oktober zeigt die Messe neueste Lösungen für das Entgraten und Verrunden sowie zur Herstellung präziser Oberflächen. Thematisch abgerundet durch ein Rahmenprogramm, zu dem unter anderem ein 2-sprachiges Fachforum zählt. Einen der über 170 Aussteller haben wir im Vorfeld besucht. Es ist ein traditionsreiches Familienunternehmen, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum feiert. Die Schmied und Wetzel GmbH aus Maulbronn. Neben Maschinen zur Fleischverarbeitung hat man sich in seiner langjährigen Historie mit der Marke Biax einen internationalen Ruf auf dem Gebiet der industriellen Metallverarbeitung erworben. Von der kommenden Deburring Expo erwartet sich Philipp Pachomow, Vertriebsleiter der Metallverarbeitungssparte, wieder jede Menge spannender Projekte. Das ist eine ganz tolle, kleine, aber sehr feine Messe. Da kommen nur Fachbesucher hin und die kommen dann oft mit ihren Projekten, mit ihren Problemen, mit ihren Bauteilen. Die bringen sie dann mit zu uns an den Stand und können dann direkt ausprobieren und nach Lösungen suchen mit unseren Maschinen. Das ist schon was ganz Besonderes, was man so auf anderen Messen jetzt nicht so hat. Da streut sich das,
Da ist das Feld viel weiter einfach. Mit BIAX bietet das Unternehmen eine große Palette an handgehaltenen Druckluftschleifern, die für nahezu jede Endgrad- und Schleifaufgabe die perfekte Lösung bieten. Die Deburring Expo, das ideale Testfeld für den Messebesucher, einfach einmal Hand anzulegen. Aber auch wer eine automatisierte Endgradlösung sucht, ist bei Schmied und Wetzel richtig. Wir haben alle Handmaschinen dort auf dem Stand aus unserem Sortiment, die die Besucher ausprobieren können, die können die testen, können dann mit ihrem Bauteil konkret, also anhand konkreter Anwendungen, können sie das optimale Gerät für sich raussuchen. Und wir haben noch einen Roboter am Stand, der mit mehreren Spindeln, mit mehreren Druckluftspindeln dann einen Endgradvorgang simuliert. Und da können die Kunden natürlich sich beraten lassen, können uns ihr Projekt vorstellen. Und gemeinsam findet man die jeweils ideale Möglichkeit der Metallbearbeitung. Auf der bevorstehenden, insgesamt dritten Deburring Expo ist Schmied und Wetzel damit nur einer von mehr als 125 Ausstellern aus 11 Ländern, die sich rund ums Thema Endgradtechnologien und Präzisionsoberflächen zwischen dem 8. und 10. Oktober in Karlsruhe präsentieren. Ja, und vom 26. Oktober bis 3. November verwandelt sich die Messe Karlsruhe dann wieder zum Einkaufs- und Erlebnisparadies. Bei der Offerta stellen über 840 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen aus den Themenbereichen Freizeit und Mobilität, Bauen und Informieren, Leben und Wohnen sowie Einkauf und Genuss vor. Mehr zur diesjährigen Auflage dann in der nächsten Ausgabe des Messe Karlsruhe Magazins Anfang Oktober. Ich hoffe, Sie schalten dann wieder ein. Besten Dank fürs Zusehen. Tschüss.